Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu. Das wollte ich schon wieder Ni No Kuni sagen. Heide, nein. Ja, da brauche ich eine Weile, bis ich damit im Flow bin. Zu Batman Arkham Asylum mit dem Ralf. In der letzten Folge sind wir weitergekommen in den Abgründen von Arkham. Wurden fast von Harley Quinn begraben durch einen Aufzug. Aber das hat uns natürlich, außer einen kleinen Kratzer an der Panzerung, nicht interessiert. Wir sind Batman, wir gehen da rein und machen da mal, wir regeln hier mal. Also, gehen wir weiter. Wir müssen nämlich Gordon befreien, der gefangen genommen wurde von einem Deserteur. So, machen wir auf da. Guten Tag. Wow. Oracle. Jokers Männer haben die Kontrolle über den Transferkorridor des Zellenblocks übernommen. Das ist nicht gut. Ich habe mich in das Funkgerät eines Wärters eingeklinkt. Hört sich an, als hätten Jokers Männer jetzt Waffen. Ja, das habe ich gemerkt. Ich stelle den Maskensichtmodus so ein, dass er bewaffnete Gefolgsleute erkennt. Ist mir egal, ich habe keine Angst. Der direkte Weg ist fest. Ich muss schlau sein und einen anderen Weg vorbeifinden. Gute Nacht. Ah, mein Guter. Und jetzt bist du fällig. Hallo? Jetzt ist gleich. Schießen die einfach auf mich, ihr Spastis. Kein Problem. Die Jungs sind gerade fertig. Die Arkham-Idioten hatten nie eine Chance. Gut! Unser freundlicher Schädling ist auf dem Weg! Du musst eine Falle aufstellen. Er darf das Gebäude... Sieh nur, wer das ist, ne? Brennen deine spitzen Ohren jetzt? Panzer-Upgrade, jawohl. Ich glaube, ich sollte lieber meine Jungs warnen, dass du unterwegs bist. Oder vielleicht doch nicht. Ist doch eine nette Überraschung. Du hast einen Macken. Du bist ja auch der Joker. Der hat ja grundsätzlich einen Macken. Hey, hey, Kinder! Hier ist euer freundlicher Onkel Jay. Wir haben einen entflohenen Patienten. Jetzt zieht sich wieder Fledermaus an. Was für ein Idiot! Er wird als kostümiert und gefährlich angesehen. Stoppt ihn, bevor er jemanden verletzt. Es ist nur zu seinem Besten. Oh, so viele seht ihr doch gar nicht. Guten Tag. Hey, geh von mir runter! Ja, das ist so leicht, ne? Ich hab noch ein paar von meinen Jungs zu dir geschickt. Mal sehen, wie du dich so schlägst. Los, schnell mich auf, Joker will, dass er gefunden wird. Schwärmt aus! Er könnte überall sein. Ja, schick halt noch mehr. Dann das ist mir egal. Und jetzt los! Kommt schon! Schneidet mich ab! Bitte! Muss abgeschnitten werden? Gerne. Bäm. Hab ich euch nie was darüber erzählt, wie ich mit Batman oben auf der Bibliothek von Gotham gekämpft habe? Wirklich? Er ist gar nicht so schlimm. Er ist ein Nichts. Wahrscheinlich nicht mal ein Mann. Die haben es unter Kontrolle. Okay. Komm nur. Hier,
zu, Männer. Ich bin ziemlich sicher, dass das Gerücht, dass Batman Menschenblut trinkt, Unsinn ist. Glaube ich zumindest. Oh. Und mit der am Ende? Versuch ruhig zu bleiben. Ich sehe ihn! Ich sehe ihn! Oh Gott. Ich werde dich töten! Aber... Alter, haut's jetzt! Ah, da habe ich es halt probiert, ob ich an der Kante, ob es an der Kante auch funktioniert. Hm, ist da irgendwas hier? Nö. Da hängt einer. Na, die Rätsel haben wir noch nicht. Weil dieses Porträt ist auch ein Riddle-Rätsel. Aber ich glaube, die Riddle-Rätsel kriegen wir erst später. Oh, da ist der Alkohol. Joker muss herausgefunden haben, wie ich Gordon aufspüren konnte. Officer Bowles Spur endet hier. Tja, man lässt sich halt nicht mit dem Joker ein. Selber schuld. Okay, kann ich den scannen? Kannst du mich hören, Batman? Jetzt kommt der Joker. Hey Joker, Riddler. Ja, ich bin es, Edward Nigma, der Riddler. Und viel wichtiger, der intellektuell überlegen. Mein Genie hat es mir erlaubt, mich ganz einfach in deine primitive Kommunikation zu hacken. Mein Ziel ist simpel. Du erfüllst eine Anzahl von amüsierend kniffligen Herausforderungen und, naja, du wirst sehen. Bereit für die erste? Gut, aber sei vorsichtig. Schneid dich nicht an diesem scharf aufgenommenen Porträt. Naja. Porträt von Sharp. Muss ich halten. Du hast es also geschafft? Gut gemacht. Ich hätte erwartet, dass ein Kind das lösen kann. Vom größten Detektiv der Welt mal abgesehen. So, einige haben wir ja schon. Yo, Batman, yo. Diese Riddler-Rätsel sind hier noch relativ simpel. Und der Vorteil ist, wenn man die hier alle freischaltet, bekommt man bei der Charakterbiografie zu den meisten, oder ich glaube fast jedem Charakter, noch ein Tonband, die ich ganz interessant fand. Deshalb habe ich das damals die Motivation gehabt, das Ganze zu sammeln, weil ich diese Tonbänder cool fand. Es war ein Massaker. Bowles kam rein und sagte allen, sie sollen den Vordereingang sichern. Er sprach davon, dass Jokers Armee durch das Haupttor kommen würde. Zwei meiner Männer gingen zum Ausgang und Frank hat sie erschossen. Sie hatten keine Chance. War Bowles allein? Ich dachte ja, aber dann sah ich Harley Quinn. Sie war umgeben von Blackgate-Gefangenen. Sie haben jeden im Raum getötet. Ich hatte keine Wahl. Ich bin da rein, hab die Tür verschlossen. Ich konnte auf dem Sicherheitsmonitor sehen, dass sie jemanden bei sich hatten. Es war wohl der Commissioner. Bowles ist tot. Sie haben ohne ihn weitergemacht. Er hatte wohl seinen Nutzen verloren. Gut, er war Abschaum. Sehe ich auch so. Es tut mir leid, Kumpel. Hm.
Ah. Simpel. Aber ich habe das Ding noch nicht. Kann noch nicht springen. Das Sprenggel brauche ich erst noch. Wir entschuldigen uns für die Unterbrechung des Programms und schalten live zu Jack Ryder in die Gotham Bay, wo es Neuigkeiten gibt. Hier ist Jack Ryder mit neuesten Nachrichten aus der Gotham Bay. Wir erhalten Berichte über eine bewaffnete Belagerung auf Arkham Island. Vor 2 Minuten hat Joker allen Sendern diese furchteinflößende Nachricht geschickt. Schönen Gruß, Gotham. Das ist die Stimme eures neuen Herrn. Oh, wartet. Ich hab was ausgelassen. Hier ist Joker. Arkham Island steht unter meiner Kontrolle und ist für euch Sperrgebiet. Wenn hier irgendwelche Gesetzeshüter, Wachen oder Gutmenschen in Strumpfhosen auftauchen, lasse ich in ganz Gotham Bomben explodieren. Wo wird es sein? In einem Kindergarten? In einem Krankenhaus? In einer Milliardärsvilla? Alles ist möglich! Der Zugang zur Insel ist beschränkt worden, der Luftraum ist abgeriegelt und erste Berichte legen nahe, dass Batman selbst auf der Insel gefangen ist. Wir sind gleich wieder da und berichten live über alle Entwicklungen. Zurück ins Studio. Danke, Jack, und mehr darüber in Kürze. Ja, seid froh, dass ich hier mitgefangen bin. Also was war die? War doch irgendwas mit Jack. Ja! Von jetzt an wird es immer schwerer. Da hatte ich doch was noch im Kopf, dieses Rätsel. Jack Ryder ist ein Enthüllungsjournalist, der mit seiner umstrittenen Talkshow und seiner aggressiven Gesprächsführung immer wieder von sich reden macht. Natürlich ahnen die Zuschauer nichts von seinem Alter Ego. Ryder ist nämlich kein geringer als der knallbunte Ordnungshüter Creeper, in den er sich jederzeit verwandeln kann, wenn Not am Mann ist. Letzterer steht meist auf der Seite des Guten und mindestens mit einem Bein in der Klapsmühle. Wieder ein Bekloppter. So, Tür auf. Ah, okay. Auf hin. Okay, da geht's nicht lang. Geh auf. Blub. Ah, wir sind an der Oberfläche draußen. Ja, kick halt mal rum. Das ist der Arkham-Turm. Lauter Arschlöcher hier. Harley hat mir erzählt, dass Batman Auto immer noch vor der Intensivbehandlung packt. Aber ich will nicht, dass er die Insel schon jetzt verlässt. Jeder Verbrecher, Mörder oder Kindergartenerzieher, der nicht gerade Partybefehle ausführt, sollte dahin gehen und alles zu Brei schlagen! Oh. Oracle, setze das Batmobil-Abwehrmaßnahmensystem außer Kraft. Ich habe den Alarm gesehen. Was ist los? Wo bist du? Ich bin außerhalb der Arkham-Villa. Wahrscheinlich hat Harley Quinn den Alarm ausgelöst. Wenn sie Gordon noch bei sich hat, könnte er verletzt werden. Okay.
Das Batmobil ist immer noch außerhalb des Intensivbehandlungsgebäudes in Nord-Arkham geparkt. Ich habe dir einen Plan der Insel geschickt. Wichtige Orte wie den Standplatz deines Autos habe ich markiert. Danke, Oracle. Jo, passt schon. Aufgezeichnetes Patientengespräch. Das Subjekt hat keinen dokumentierten Namen. Alias Name Joker. Im Raum befinden sich Anstaltsleiter Sharp und ich, Dr. Young. Ist das wieder einer dieser langweiligen Psychocharakterisierungstests? Nein, ist es nicht. Also, du bist der berühmte Joker. In Fleisch und Blut, na Doc? Wollen Sie, dass ich mir wieder die Tintenkleckse ansehe? Der erste ist das Kätzchen, das ich hatte, als ich klein war. Der zweite ist, mal sehen, ist ein toter Elefant. Der dritte ist... Sehr komisch. Lassen wir mal die Witze... Die Witze lassen? Hey, Schappi! Hat sie nicht mal eine Krankenakte bekommen? Sei still, Clown! Jeder Arzt, der dich je befragt hat, diagnostiziert eine andere Psychose. Alles Mögliche von multipler Persönlichkeit bis hin zu... Naja, die Liste ist endlos. Ich tue mein Bestes. Das glaube ich nicht. Jede Krankheit kann geheilt werden, wenn man die richtige Behandlung anwendet. Und? Sie denken, Sie können mich heilen? Oh, da bin ich mir sicher. Mhm. Da war sie nicht die Erste, die das dachte. Das sind diese Tonbänder, die ich meinte. Und die habe ich ja damals alle gesammelt gehabt. Und ich fand das einfach cool und interessant, mal so auch andere Sachen mal mitzukriegen. Ich habe in den Nachrichten gehört, was passiert ist. Ich dachte, Joker zurückzubringen wäre eine gute Idee. Dachte ich auch. Bleiben Sie hier, während ich mich darum kümmere. So. Und drüben ist eine Trophäe. Die nehme ich doch gleich mal mit. Natürlich war das leicht für dich. So sollte es auch sein. Okay, hier kann ich glaube noch nicht rein. Nee, dazu brauche ich den Dekryptor. Ambulanz. Okay. Das ist Weltrecht! Oh. Seit ich hier bin, wollte ich mit der Fledermaus allein sein. Ich hab mich von diesem Gebäude in Socken baumeln lassen. Gestorben. Da einer. Hier fällt alles auseinander. Es ist nicht sicher, den Enterhaken zu benutzen. Ich muss hoch. Ich komme nicht mehr zurück. Auf die altmodische Art. Die ganze Insel steht bald unter meiner Kontrolle. Genau so ist es, Jungs und Mädels. Sie gehört mir. Wartet nur, bis ihr meine Pläne raus auch hier seht. Es wird fantastisch. Bist du. Hör sie nochmal! Das wird dir verletzt. Wisst ihr was davon? Oh. Auf und Fresse. Kofferraum des Batmobils. Jetzt kriegen wir es endlich. Ja, mit dem Explosivgel. Harley hat das Auto zerstört. Sieht aus, als hätte es eine Rangelei gegeben. Ich muss die Gegend um das Batmobil absuchen. Da könnte ich einen Hinweis finden, wohin sie Gordon verschleppt hat. Ich muss eine Spur am Tatort um das Batmobil isolieren, die mich zu Gordon führt. So. Ringen.
hast also eingewilligt und meine Karte genommen. Ich hoffe, sie wird dir helfen. Joker hier. Lasst mich alle neuen Bewohner von Jokers Anstalt daran erinnern, dass sie einer einfachen Regel folgen sollten. Strafe bei Nichtbeachtung dieser Regel ist der Tod. Keine Wenns und Abers. Wisst ihr, was das Beste an dieser Regel ist? Ach, ich versuche immer auf B zu rennen. Oh. Da war nämlich das hier. Das Blut meiner Familie floss durch das Herz Gothams. Wir waren Ärzte, Politiker und Lehrer. Wir waren das Organ, das die verfilzten Adern der Stadt gereinigt hat. Wir waren ihre Diener, die alles gaben, um sie zu beschützen. Und trotzdem hat sie sich entschlossen, uns zu verletzen. Mhm. Zack. Hör auf! Immer versuche ich auf B zu rennen. Nervt. So, machen wir mal kaputt. Das war eine der leichteren. Jojo, bin du meinst. Okay, das geht noch nicht. Nämlich, hier kommen wir später nochmal hin. Nämlich über diesen Absprung hier kommen wir in unsere Batcave, die wir hier auf Arkham Asylum versteckt haben. Wir haben hier extra eine eigene Batcave hinterlassen. Und über den Weg, würde man da hinkommen. Ich wollte jetzt einfach mal probieren, ob ich da auch so hinkomme. Also jetzt schon. Okay, da hab ich die Fähigkeit noch nicht. Da fehlt mir nämlich noch was. Okay. Dein Experiment. Das will ich aber vorteilen oder vereiteln. Oh. Ganz hoch. Da war doch auch noch mal irgendwo was. Wenn ich mich nicht recht entsinne, oder kam das auch erst später? Da ist doch was. Ja. Deine Herausforderung absolviert. Schaffst du noch mehr? Oh. So. Upgrade. Erleben. Immer erst auf Leben gehen. Guten Abend, Ladies und Gentlemen. Ich bekomme einige beunruhigende Berichte über einen Fledermausbefall in der Anstalt von Arkham. Ich möchte alle daran erinnern, dass es ihre erste Bürgerpflicht ist, dieses Ungeziefer auszurotten. Wir dürfen nicht zulassen, dass es einen Weg aufs Festland zurückfindet. Oh, hier gibt's auch noch was zum kaputt machen. Also ich will es zünden. Also, wie bist du darauf gekommen? Durch das grüne, glühende Fragezeichen?
oben ist noch eins. Hallo? Ich hoch. Hallo? Paging ruf an Dr. Howard und Dr. Fein. Ich bin doch. Dr. Howard! Ah, stimmt. Wo ging das? Das muss ich nochmal testen. Oh, hier liegt ein Tonband. Aufgezeichnetes Patientengespräch Nummer 17. Joker bleibt unkooperativ. Meine frühere Diagnose bleibt bestehen. Ich glaube, er findet zu viel Gefallen an sich selbst. Ist was, Doc? Ich dachte, heute probieren wir mal was anderes. Da werde ich ja ganz rot, Doc. Ich habe eine Freundin. Dr. Quinzer, ich weiß, ich habe die Bänder gesehen. Ich weiß, was passiert ist. Was soll ich sagen? Ich bin ein Charmeur. Egal, ich dachte, es wäre gut, über deine Kindheit zu reden. Mal was von Romantik gehört, Doc? So leicht geht das nicht. Da müssen Sie schon mehr probieren. Was versteckst du? Haben Sie mich nicht verstanden? Eine Hand wäscht die andere und... Naja, ich werde Sie nicht in Plastik einwickeln und in der Gosse entsorgen. Netter Bub. Gell? Okay, da kommst du doch nicht hin. Okay, den Trick kann er noch nicht. Den Gleittrick. Muss ich glaube auch erstmal lernen. Haben wir hier? Und ja, ich weiß, dass ich die Hinweise am Batmobil scannen soll, aber ich weiß, dass hier noch Sachen sind. Hat jemand die große böse Fledermaus gesehen? Kannst du das hören, Detektiv? Das ist der Klang, wie ich deinem Erfolg Beifall klatsche. Oh, du hörst ihn nicht? Dann deshalb, weil sogar ein Idiot die Trophäe gefunden hätte. Ja, ja, du mich auch, Nigma. Na, da wusste ich doch, da ist noch einer. Als Gothams Venen sich mit Schmerz und Leiden füllten, konnte man die Auswirkungen überall spüren. Mein Vater starb zuerst, von einer widerlichen Krankheit befallen. Meine Mutter lebte weiter, aber nur in einem Wachtraum. Ich kehrte in unser Haus zurück, wo ich mich um meine pflegebedürftige Mutter kümmerte, solange ihr Körper noch atmete. Wegen ihrer Tränen konnte ich nachts nicht schlafen. Okay. Haben wir hier noch was? Okay, da komme ich auch noch nicht rein. Fuck. Vergesst nicht! Such jeden Winkel ab! Ich will, dass alle gefunden werden! Hey! Dann geht es halt wirklich noch nicht. Weil normalerweise kann man dann in den Gleittritt eingehen und dann mit den Füßen voraus da dagegen knallen. wo hab ich denn? Da ist was. Gordons Pfeife. Barbara hat sie ihm gegeben. Er würde sie niemals zurücklassen. Wild Country, Gordons Lieblingstabak. Gordon ist schlauer, als er aussieht. Er hat mir eine Spur hinterlassen, der ich folgen kann. Oracle, ich habe eine Pfeife gefunden. Darin sind die Initialen deines Vaters eingeschnitzt. Die habe ich ihm... Genau. Er hat mir eine Spur hinterlassen. Er lebt, Barbara. Das wollte ich nicht. Die Sicherheitstüren sind verschlossen. Ich muss einen anderen Weg finden, um wieder auf Gordons Spur zu stoßen. Die Wand vor mir ist dünn genug. Mit dem Explosivgel kann ich einen Weg freisprengen. So. Aber den Knaller zünden wir es in der nächsten Folge. Und ich sage danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, wisst ihr, liken, subscribe und der Welt verteilen. Und ansonsten, wenn ihr noch nicht schon getan habt, die Notation aktivieren, damit YouTube weiß, dass ihr mehr von uns sehen wollt. Und falls YouTube dann doch nicht in der Lage ist, euch zu mitzuteilen, wann bei uns was wie wo geht, abonniert doch oder followt wohl eher noch den Twitter-Account von Dennis und stellt auf alle Feeds ein.
Hoppla. Denn Twitter und YouTube sind verknüpft und wenn YouTube meint, nicht mitzuteilen, dann tut's dann Twitter halt. Entsprechend. Habt ihr das Beste von beidem und am besten alles tun, denn dann sind wir uns sicher, solltet ihr garantiert nichts mehr versäumen. In diesem Sinne, danke. Bis denn dann. Ciao.